So. Ja, verkaufen wir das mal und dann sehen wir mal weiter. Ich würde ganz gerne wieder etwas mehr Action haben heute. Und ich hoffe, dass die Handelsfolgen da nicht so gestört haben. Aber auch das gehört ja zum Spiel und das ist ja ein Let's Play und kein Let's Action. Wo müssen wir denn hin? Da oben. Vollgas. Juhu. Ja. Was erzähle ich denn heute mal so nebenbei? Dass die offene Beta, beziehungsweise das ist ja keine offene Beta, sondern die normale Beta, die Standard-Beta, Ende des Monats losgeht, hatte ich glaube ich letztes Mal schon erwähnt. Also, wer da noch einsteigen will, letzte Chance. Für die Premium-Beta natürlich. Und ich glaube, also ich rechne fest damit, wenn die Standard-Beta losgeht, dass dann wieder die Fortschritte gelöscht werden für alle. Vielleicht, und das ist ein sehr großes Vielleicht, kriegt man trotzdem sein. Was ist das denn? Vorläuferzelle? Kriegt man trotzdem sein Geld zurück, sozusagen, was man schon erwirtschaftet hat. Und wenn das so ist, dann haben wir ja zumindest schon mal ein bisschen was auf der hohen Kante, sozusagen, mit unseren Sachen. Allerdings auch nicht so wahnsinnig viel. Wir werden einfach mal gucken, wenn es soweit ist. Landeplatz 1. Hey, Pole Position. Und wenn wir dann neu anfangen sollten, also wenn wir dann wirklich von ganz von null anfangen müssen, dann werde ich, glaube ich, auch die Folgen wieder bei 1 nummerieren. Bumm, und wieder das Raddock gerammt. Ja, muss ja sein. Ja, dann werde ich die Folgen, glaube ich, wieder von 1 aus nummerieren, weil ich glaube, dass das mehr bringt. Ich habe in den vorherigen Aufnahmen gesehen, der Mauszeiger wurde nicht angezeigt in den im Video. Ich sehe ihn hier natürlich. Okay, hier haben wir tatsächlich minimalen Profit. Immerhin, sind wir jetzt schon bei 24.000. So, jetzt würde ich aber gerne mal wieder, wie gesagt, ein bisschen bei einem Asteroidengürtel rumfarmen. Dazu sollten wir am besten ein Abbausystem. Na. So. Und ich glaube, wir nehmen mal das neue. Ich meine, da ist ja eins dazugekommen. Das müsste hier, nee, das hier sein. Genau, wir versuchen es mal hier unten. Wie es da so aussieht. Ist ganz schön viel los dafür, dass es so spät nachts ist. Es ist mal wieder irgendwie 2:30 oder so. Kommt keiner uns entgegen, das ist gut. Es sind ganz schön viele Lakons unterwegs. Warum auch immer. Aber naja, die muss es ja auch geben. Schön auch, dass jetzt nicht mehr so viele Leute mit den Sidewindern rumfliegen. Wahrscheinlich sind wir noch einer der letzten. Aber das hört ja hoffentlich auch bald auf. Ziel verdeckt. Man darf jetzt also auch nicht mehr durch Planeten durchwarpen. Das wusste ich noch gar nicht. Dann fliegen wir jetzt einfach mal von uns aus gesehen nach unten. Na komm. Das ist ja jetzt blöd, aber schön zu wissen, dass das Spiel mittlerweile so Wert auf Realismus legt.
Vergleich zum anderen Spiele schert das ja recht wenig. Da ist wieder Eve ein gutes Beispiel. Da kann man ja einfach durch Planeten und Sterne einfach durchwarpen. Na, das dauert jetzt aber. Na komm, jetzt müsste doch gleich sozusagen die Sonne aufgehen. Jetzt fliegen wir doch nochmal ein bisschen weiter so. Ich will jetzt keinen. Ich will jetzt nicht irgendwie nochmal einen Zwischenstopp einlegen müssen irgendwo anders, nur um besser manövrieren zu können. Ach, das hat irgendwie keinen Sinn so. Wir machen das mal anders. Ich werde jetzt mal in den Super Cruise wechseln und ein paar Lichtsekunden in die andere Richtung fliegen und dann können wir ja wahrscheinlich losjumpen. Wenn die Instanz uns lässt. Ja, wunderbar. So, so sind wir nämlich etwas flotter unterwegs und kriegen den Planeten schneller aus der Bahn. Schon haben wir freie Sicht. Wunderbar. Schön auch, dass man aus dem Super Cruise einfach so in den Hyperraum springen kann. Juhu. Schon schick. Ja, ja. Kritische Temperatur, ich weiß. Ja, gibt's hier gar keinen Ressourcenabbaupunkt? Das ist ja irgendwie ätzend. Kann man da vielleicht hin, einfach so, und gucken, was da los ist? Irgendeinen Zweck muss der Asteroidengürtel ja haben, dass er als anwählbarer Punkt existiert. Sonst wäre es ja irgendwie albern. Und zu schnell gewesen. Aber das ist tatsächlich nur der Planet, glaube ich. Das stecken wir hier im Asteroidengürtel. Er sieht doch wenigstens mal anders aus, schön rötlich. Aber hier ist nichts los. Das ist ja jetzt doof. Dann müssen wir doch wieder auf altbewährte Orte zurückgreifen. Was haben wir denn noch so? Das Abbausystem ginge, glaube ich, auch noch. Hier, das LP-System. Da müsste es doch dann auch noch was geben. Erstmal aus dem Asteroidengürtel rauskommen. Muss mal ganz kurz husten. So. So, und jetzt, wenn er jetzt nicht sagt, dass das Ziel verdeckt ist, tatsächlich können wir drauf losfliegen. Lassen wir erstmal den Antrieb laden, bevor wir Gas geben, sonst kommen wir wieder in den Masseschatten. So, jetzt hält uns nichts mehr auf. Ja, das ist ja ein bisschen ärgerlich gewesen, dass hier nichts ist. Aber vielleicht haben sie ja mittlerweile hoffentlich die Grafikbugs, die wir da bei den Asteroidengürteln einmal hatten, behoben. Ja, ja. Temperatur, bla bla. Da haben wir doch schon was. Ich finde diese Übersetzung immer noch sehr holprig. Mit dem Rohstoffabbaustandort.
Aber naja. Der Rechner rührt hier irgendwie ganz schön. So. Weiß immer noch nicht so genau, wie das jetzt mit den neuen, also mit dem leicht veränderten Super Cruise am besten funktioniert mit dem Randmanövrieren. Weil wir immer noch viel zu schnell scheinen. Ah, aber wir werden quasi rechtzeitig abgefangen. Gucken, wo wir jetzt rauskommen und wo wir dann landen. Und wer uns hier auflauert. Ist das wieder eine einzelne Anaconda oder ist das ein Pirat? Das ist eine Kobra. Was will der von uns? Ich bereite einfach mal die Waffen vor. Der Sicherheit halber. Okay, er wollte tatsächlich nur unser Schiff durchsuchen. Welchen Zweck auch immer das haben sollte. Und was stört da jetzt unseren Antrieb? Naja, wir machen, dass wir wegkommen. Ich dachte immer, die Patrouillen hätten dann auch einen entsprechenden Namen. Aber das ist ja ein Anarchiesystem. Vielleicht sind das hier einfach Privatpatrouillen sozusagen. So, wir sind aber auf der richtigen Seite, ne? Ganz schön dunkel. So, da sind wir schon. Nur leider sieht man nichts. Aber wirklich nichts. Und das, die Schiffsbeleuchtung hilft uns auch nicht wirklich weiter. Ja, ich weiß nicht, sollen wir versuchen, hier einen Abschuss zu landen? Auf jeden Fall möchte der uns jetzt ans Leder. Aber so wie er da gerade steht. Ich mach doch schon hier, was mir an Manövern einfällt. Aber der ist uns leider irgendwie überlegen. Die Schiffsbeleuchtung hilft uns leider nach wie vor nicht. Müssen irgendwie versuchen, hinter ihn zu kommen, bevor er uns den Gar ausmachen kann. Und es läuft leider nicht sehr gut. Aber zum Glück versucht auch ein anderer Spieler, ihn auseinanderzunehmen, und jetzt sind seine Schilde ausgefallen. Das ist unsere Chance.
wenn wir es jetzt schaffen, hinter ihm zu bleiben. Da haben wir ihn doch. Kabumm, und das hat sogar richtig was gebracht und da haben wir ein bisschen was von ihm gerammt. Tja, aber ich fürchte, abgesehen... Ja, jetzt werden wir schon wieder angegriffen. Das ist allerdings nur eine Sidewinder in Anführungsstrichen. Versuchen wir mal, unsere Schilde noch wieder auf lauffähiges Niveau hochzubringen. Noch sind sie, jetzt sind sie stärker als seine. Nachladen. Ja, unsere Schilde wachsen und seine sinken weiter, aber er hat sie leider immer noch. Oh, ich glaube, ich habe seine Frachtrampe getroffen. Er hat tatsächlich was verloren. Na, wir müssten ihn doch mal treffen langsam. Ah, jetzt sind seine Schilde wieder da. Wie überaus ärgerlich. Aber da sind sie schon wieder durch und unsere Schilde halten erstaunlich gut. Dann bleiben wir doch mal bei dem bewährten Rundumflugmanöver hier, wo wir gleichzeitig vorwärts und nach oben fliegen, von uns aus gesehen natürlich. Seine Schilde laden sich ziemlich schnell auf. Wir werden es nicht schaffen, ihn zu treffen diesmal. Mal wieder nicht. Versuchen wir es mal in die andere Richtung. Rückwärts. Jetzt wieder aufeinander zufliegen. Aber dank unserer im Vergleich überlegenen Waffen. Jetzt haben wir ihn auch noch gestreift. Haben wir da bei den frontal aufeinander zufliegenden Momenten leichte Vorteile. Aber wir kommen einfach nicht mehr hinter ihnen. Nochmal ein kleiner Boost. Das scheint er auch zu machen. Laden. Zumindest bei den Manövern hier helfen die Boosts gerade. Mit den Autocannons ist das Treffen so schwer. Ich bin nicht so gut im Vorhalten. Das auch noch nie so wirklich mit Vorhalten. Bei Shootern bin ich auch, wenn ich irgendwie Battlefield oder sowas spiele. Also Scharfschütze bin ich nie gut mit. Aber jetzt... Na, wir haben ihn immer fast. Wir müssen engere Kurven fliegen.